Modelle nach Strich und Faden verarschen, darf sie enttäuschen. Darf gegen die Interessen der Wähler handeln. Es hat keine Folgen, nach 4 Jahren kann sie vielleicht abgewählt werden, aber so lange dürfen die alles gegen uns tun, was ihnen ihre Lobbyisten einblasen. Alles, alles gegen uns. Sie bekommen unser Steuergeld bedingungslos, sie sind nicht unsere Angestellten. Das ist ein Systemfehler, den wir ändern müssen. Dringend.